Ja, ich bräuchte nur mehr Pilze. Definitiv. Komme ich so nicht weiter. Obwohl, die Nüsse geben auch noch Leben. Zwar nicht so viel. Das würde reichen. Okay, es gibt beiden. Verstehe schon. Ich glaube, das ist schon ein komischer Bug. Aber damit gibt es einfach beiden. Nehmen. Hier kam ja auch eine neue Ebene. Oder auch nicht. Das ist auch so ein Extra. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie oft man die einsetzen muss, damit das Extra kommt. Ich glaube, das macht dann auch nur mehr Schaden oder so. Oder ist eine bessere Toleranz von der Brüder-Kombo, wie man da drücken muss. Das ist einfacher, ist irgendwie so. Das war ein Fehler. Geht. Das hat geklappt. Nicht geklappt. Hat wieder geklappt. Wenn ich genau schaue aufs Maul. Spät. Das reicht nicht aus. Erst Bohnen erledigt. Auch erledigt. Ein Level up. Ich kann sagen, lass mich speichern. Jetzt im Schloss näher. Und wahrscheinlich sind wir hier schon durch. Und das dann an der Grenze. Yes.
Ja, da wäre mir recht. Nur mal schnell. Okay. Das hat sich jetzt nicht so gut angesehen. Okay. Unlandküste. Surferparadies. Okay. Ein paar Männchen. Brauchen wir bessere Hämmer. Und zum Gewuchs. Ich habe euch lange gesucht. Man hört, ihr seid in Schwierigkeiten. Genau, die Sternbrune ist in vier Teile zersplittert und die Teile liegen verstreut über das ganze Land. Was hilft mir, die Fragmente der Sternbrune zu suchen? Natürlich würde mich das sehr freuen. Doch lieber wäre es mir, ihr beide würdet euch geschwind zum Flughafen Bodenland aufmachen. Ihr müsst wissen, die liebliche Prinzessin Peach wehrt uns Bodenreich ins Land. Ein Besuch ihrer Lieblichkeit, der süßen Peach, Prinzessin, ist für unser Land von extrem hoher Bedeutung. Und deshalb seid ihr gebeten, als Ehrengarde am Empfang für Prinzessin Peach teilzunehmen. Gebt euch also sofort zum Flughafen Bodenland. Übrigens, den Flughafen Bodenland findet ihr südlich von Bodenburg. Auch ich begebe mich dorthin. Wir treffen uns, sobald ihr kommt. Okay. Also wir müssen zum Flughafen. Ich möchte allerdings zuvor nochmal. Ist hier nicht irgendwo die Burg? Ja, hier ist jetzt auch ein Bereich, wo wir jetzt hin können. Eigentlich wollte ich zur Burg. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Zum Schauen, ob da ein paar neue Items sind. Das reicht leider nicht. Okay. Interessant, dass die sich einfach für uns machen können. Quasi. Okay. Stimmt, die konnte sich, glaube ich, selbst heilen. Das hat mir ein einziges Mal gehabt. Ja, ich glaube, ich bin verwirrt. Ich muss gerade schauen. Wir sind natürlich ganz falsch abgebogen. Das hätten wir jetzt erwartet. Das war ein Fehler. Ich wurde einmal angegriffen. Auch ganz typisch. So, wie gesagt, ich wollte eigentlich nochmal zur Burg. Beziehungsweise
zu den Geschäften hier. Schauen, ob die vielleicht irgendwas Neues für mich haben. Falsch. Der Laden. Neue Hosen vielleicht. Nö, sieht nicht so aus. Ne, da haben wir auch nichts Neues. Ne, die Brüderpunkte rund. Ja, ich meine, würde ich es nicht so gern geben. Dann gehen wir noch zum Itemladen. Müsste ja hier drüben sein. War das der hier? Ja, das war hier. Wenn ich jetzt sehr viel Geld habe und sehr wenig Ausrüstung. Da würde ich gerne ein paar kaufen. Machen wir so. Ich ging ja auch Rabatt, zum Glück. Einmal beim Pilz ist nicht so der große Rabatt. Aber das ist ja auch eine Fähigkeit vom Statusbart, dass man hier Rabatte kriegt. Also nicht nur Glück, sondern auch Rabatte. Immer zahle ich das schon fast aus, dass man das gilt. Also dass ich ja auch nicht so hoch habe. Fehlen noch nicht mehr so viele. Das nächste Level, so viele Erfahrungspunkte. Na, ich kann beide mal heilen. Bis wir in den Süden runter. Möchte ich das überhaupt? Ich meine, wie wir haben ja gesehen, hier im Norden war ja noch ein Rohr, wo wir jetzt durch können. Von dem her bin ich schon fast überlegen, ob ich nicht da zuerst durchgehe. Das müsste ja irgendwo hier oben direkt gewesen sein. Schauen, was uns hier erwartet. Warte, erst nachdem mich der Gegner hier in Ruhe lässt. Und die geben keine Erfahrungspunkte mehr. Guck mich hier lang. Irgendeine Höhle. Mal schauen, was sind wir denn hier? Sind hier in Bodenland. Osten. Wohnhöhle. Ah, das sind die Hammer, die zwei Schmiedebrüder wieder. Na, wenn das nicht Mario und Luigi sind. Wie geht's? Wie steht's? Wir sind hierher umgezogen. Die Zimmer sind größer und es arbeitet sich hier viel auch besser. Und? Seid ihr zufrieden mit unseren Hämmern?
Wir können die Hämmer auch noch etwas solider machen. Wenn ihr wollt. Genau. Ja, solider machen? Ja, natürlich. Los, Bruder. Ich schon's mit. Sollten sie den nicht kaputt machen, ist mir das recht. Schon fertig. Die Hämmer sind stärker. Stärker geworden. Das ist super Hämmer halt, ne? Einige der Felsen, die bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert die neue Kraft der Hämmer gleich mal aus. Kommt ihr nicht nochmal wieder? Machen wir eure Hämmer noch etwas härter und besser. Okay. Die kann mir immer noch nicht zerstören. Okay. Ich bin der verspielte Steinblock. Viel mit. Für nur 200 Münzen. Das wollt ihr doch. Oder zu nichts. Ich hab keine Ahnung. Wir probieren es mal aus. So wenig Münzen. Ja, stimmt. Ich habe ja alle meine Münzen vorher ausgegeben. Na gut, ein anderes Mal. Wir müssen eh nochmal her, um die schwarzen Steine hier zerstören zu können. Problem stört mich das gerade wenig. Muss man erst mal bemerken, dass man hier noch 200 Münzen braucht. Ich dachte, jetzt können wir die schwarzen Steine zerstören, aber scheinbar nicht. Wir können jetzt nur irgendwelche Hellgrau-Steine zerstören, die ich bisher glaube ich noch keine Zimmer gesehen hatte. Oder mich nicht erinnern kann. Das wirkt nicht so gut. Das reicht trotzdem aus. Aber macht nicht einmal jetzt eigentlich mehr Schaden? Nee. Sind zu verstärkt und machen nicht mehr Schaden. Geht's hier noch rüber? Ja, müssen wir was aufsammeln. Ja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Wenn mein Kumpel Wasser im Mund hatte, habe ich ihn von hinten gekitzelt. Und er konnte sein Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial. Aber als ich jung war, fanden wir das alle irre witzig. Gekitzelt. Ja. Ne, mit Kitzeln und Donnerschock. Ja. Okay. Nee, das war zu weit weg von der Pflanze. Das ist genau vor der Pflanze sein. Das müsst ihr jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal machen. Also halt auch irgendwelche Sprungplattformen, damit wir hier irgendwo hinkommen. Hier rüberkommen, mehr nicht. Aber jetzt wissen wir dadurch, dass wir jetzt schon wahnsinnig eine neue Technik haben. Das war jetzt nur
ums Gießen von Lumia ging. Aber irgendwie komisch, dass wir da jetzt eine neue Brüder-Kombo haben. Hätte mir schon irgendwo gedacht. Und wenn schon eine neue Technik in der Overworld, dann müsste die auch ein Kampf sein. Aber scheinbar nicht. Jetzt noch die Frage, was bringen wir das genau? Nein. Ja, das heißt, komme ich einfach überall mit Luigi hoch. Glückwunsch! Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Pfeffer. Okay. Das hat sich doch ausgezahlt, dass man hier hochging. Gansebohne. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier kommen wir ja nicht hoch. Da kommen wir auch nicht hoch. Ja, was mit denen auf sich hat, da haben wir glaube ich auch schon ein, zwei gesehen. Hier müssen wir jetzt durchkommen.